Ja, wie nennen wir dich? Ah, ich weiß es immer noch nicht. Snoopy. Snoopy, das neue Pferd. Gut, Snoopy. Snoop. Snoop, Pferdi, Pferd, Alter. Ja, genau. So sieht's aus. Snoop wird mit uns auf Reisen gehen. Ja, und wir hätten mal weg. Hier gibt's nichts zu tun. Doch, wir können zum Schloss gehen und gucken, ob jemand da ist. Ich hoffe, es ist jemand da. Zum Beispiel ein Lord. Und den werden wir gleich mal auf unsere Seite ziehen und seine Armee in Beschlag nehmen. Lord Meriga. Juhu. Ich bin Nakiator der Weise. Nee, Yakinator der Weise. So. Ah, ich bin Lord Meriga. Ein Vasall des Königtums, des Königreichs von Dervegius. Und der Herr von Rivacek. Ich habe gehört, dass Lord Montewa mich besiegt hat. Dich besiegt hat. Aber keine Sorge. Naja. Die Tische werden schon bald gedreht. Was auch immer das bedeuten mag. Ja, und warum erzählt er mir, dass Lord Montewa mich geschlagen hat? Ja. Was willst du mir damit sagen, hä? Machst du mich an? Ja. Und dafür nehme ich dich jetzt mit auf eine selbstmörderische Mission. Let us assemble the army here. Ja, machen wir mal. All lords. Yeah. Aha, wir nehmen einfach mal alle Lords und dann. Tschüss. Super. Okay, es ist alles erforderlich in die Wege geleitet und wir als guter alter Wegier müssen hier bloß in Rivacek warten, bis die ganzen Truppen zu uns geströmt kommen und die Messenger ausgesandt werden. Juhu! Und alsbald wird sich eine große Streitmacht hier befinden. Hoffe ich doch mal. Haha, kommt her, ihr Lords. Caeredan Castle. Wo ist Caeredan Castle? Ah. Naja, ist egal. Es wird ja eh nicht mehr belagert. Oder wie war das jetzt? Wir können ja auch vielleicht mal den König überreden, direkt mit uns zu kommen. Das könnte die Sache auch schon etwas erleichtern. Oh, was ist denn da los? Ah, ein Lord. Lord Belgaru. Nee, nee. So, go to the castle. Und da ist er. König Winge, alter Atze. Komm her. Ich will dich mitnehmen. I have a new task for you. Haha, follow me, I will do that. Sogar der König hört auf mich. Ohne Murren, ohne Knurren, ohne Widerspruch. Alles super. Komm her, König, wo bist du? 315 Mann sind auf seiner Seite. Und ja, do you have any tasks for me? I have a new task for you. Follow me, I will do that. Sehr schön. So, da haben wir den Lord von Dramu Castle auch mal gleich an uns gebunden. Und was haben wir denn da? Deserters. Ah, jetzt haben sie Schiss vor uns. Ihr Schissnasen, ihr. Haha. Hu. Aber. Ah, Lord Vlan. Dich nehmen wir auch gleich mit. Komm her, Lord Vlan. Haha. Ja, was weiß ich. Er erinnert sich alter Zeiten, wie wir zusammen gekämpft haben. Aber ist egal. Auch du wirst mir folgen. In den sicheren Tod, wenn es sein muss. So. Und wo ist der Rest der Truppe? Ah ja. Okay. Warum sind wir eigentlich so? Also wir sind ja wunderbar schnell im Vergleich zum Rest des Haufens. Einer der wunderbaren Vorteile, wenn man Solo reitet. Das macht es einem auch gleich viel einfacher. So, lo und ab nach Jerbe Castle. Wenn ich da nicht gerade den Lord Flan rausgeklaut habe, nicht dass dem Lord Flan das Jerbe Castle gehört. Ach nee, da ist ja noch einer. Lord Mleser. Gut. I am Yakinator der Weise. Und er ist bla bla bla. Auch er hat davon gehört, dass Lord Montewar mich besiegt hat. So, und. Ich habe einen neuen Task. Folge mir mal bitte. Und ich würde mal sagen, wir sind gleich mal so dreist. Haha, weil wir das zum ersten Mal machen. Erstmal nach Dershios. So dreist sind wir jetzt auch nicht, dass wir das gleich machen, was ich eigentlich vorhatte. Erstmal nach Dershios. Kommt her. Und Manometer. Wir sind eine ganz schöne Stampede. Ja, und wenn der Marschall befiehlt, dann folgen alle. Hoffentlich ist da auch jemand. Ansonsten müssen wir gleich zu Plan B übergehen. Ah, Lord Druli. Approach the gates. Bam, Lord Druli. Ach, schön. Auch er hat davon gehört, dass Lord Montewarm mich besiegt hat. Manometer. Ich werde dir gleich deinen schönen Helm zerknittern hier mit dem Nasenschutz, wenn du weiter so redest. So, auch du wirst mir folgen deswegen. Ah, ich wittere Verrat an allen Fronten. Alle sind sie mir feindlich gesonnen. Ja, jeder könnte mir hier in den Rücken fallen. Nicht zuletzt der König.
Wer bist du denn? Ah, Lord Vuldrat. Noch einer. Sehr schön. Und jetzt sind wir eine kleine Armee, die es auch mit größeren Dingern aufnehmen kann. So, kommt mal her. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, Leute? Ich hoffe, es funktioniert. Na, was ist denn hier los? Warum rennt ihr denn einfach... Warum rennt ihr einfach weg? Ich möchte, dass ihr mir folgt. Kommt ihr mal bitte. So, und jetzt sind wir in Dürüm. Und können auf jeden Fall... Oh, 309, dann noch Lord Mischo dazu. 432. Sagen wir es mal so. 432 Leute wollen mit uns Dürüm belagern. Haha. Kommt mal her. So, zack. Aha. Approach the gates and hail the guard. Ach, nun sag nicht, dass ich hier ohne Leute nicht... Ach, dann müssen wir nochmal schnell nach Iran. Keiner will mitmachen. Leute. Ihr könnt mich doch jetzt nicht einfach so im Stich lassen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein, zwei Leutchens, um meine Armee hier so ein bisschen... Ja, damit ich irgendwas belagern kann. So, wer ist das denn? Lord Montuor. Den könnten wir uns eigentlich auch alleine vorknöpfen. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit und darauf habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Deswegen ab nach Tazamesh und Truppen rekrutiert. Und ich hoffe, dass sie jetzt welche für mich haben. 6 Wegerekruten. Super. Und ab nach Dürüm. Und ich hoffe, wir werden gleich diese wunderbare Stadt für uns einnehmen können. Wenn wir nicht vorher abgefangen werden von einem etwas schnelleren Gegner. Denn wir sind auf einmal arschlangsam. So. Ich werde mich mal hier wunderbar versammeln. Hoffentlich wird es bald wieder Tag. Dann sehen meine anderen Verbündeten auch, was los ist. Denn im Moment sieht es so aus, als ob... Ja. Als ob sie nicht... Ah, doch. Ja. So, Dürüm. Du hast ausgedient. Du wirst mein sein. So. Und wir werden diese Stadt belagern. Das geht, wie gesagt, immer nur mit ein paar zusätzlichen Truppen. Ja, was machen wir denn Schönes? Wir werden einen Belagerungsturm bauen. Start building the Belagerungsturm. Und schon mal vorsichtshalber... call for a meeting with the castle commander. Wait until tomorrow. Achso, wir müssen anscheinend doch ein bisschen warten. Wait until tomorrow. Gut. Wir warten einfach mal ein kleines bisschen. Bis das alles klar geht hier. Bis wir Dürüm einfach mal wunderbar einnehmen können. Ah, und da freue ich mich drauf. Und das wird das große Abschlussgefecht. Wenn wir Dürüm hier erobern. Yeah. Und es gab ein Turnier in Sargoth und das hat King Ragnar gewonnen. Und jetzt, Achso. 51 Stunden. Meine Güte, das dauert aber lange. Und nach und nach kommt hier die gesamte Wegier-Armee auf mit mir mit. Und ich denke, wir werden keine Probleme haben, irgendwelche Truppen hier... Ja, dass sie uns ausgehen oder so, oder dass sie weggemetzelt werden, denn wir sind einfach zu viele. Wir sind ja jetzt, ich würde mal schätzen, wir sind jetzt schon fast über 1000 Leute. Und ja, wir warten noch einfach mal bis morgen. Und nach einem weiteren Tag und weiteren 3 Stunden können wir dann daran gehen, hier ordentlich für Chaos und Verwirrung zu stiften. So, Etros Castle wurde jetzt inzwischen auch besiegt. Belagert. Aha. Von den Nord... Gut, hier ist alles noch in Butter. Viele Lords sind bei mir und noch 3 weitere Stunden, Leute. Und dann geht's los. Und perfekt, wir starten im Morgen. Hallo? Nicht alle weglaufen jetzt. Ich dachte 3 weitere Stunden. Ach so, ja, doch. Genau. Unser Belagerungsturm ist gebaut und wir werden unsere Söldner jetzt in den Kampf führen. Wartet. Wir warten einfach noch ein kleines Stündchen. Wir warten einfach mal ein kleines bisschen. Und wenn es dann Tag wird... Ups, das war Lord Druli. Den wollen wir nicht. Wir wollen nach Dürüm. Oh. Ach so, ja. Nee. Oh. 78 Stunden schon wieder. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Habe ich diese Belagerung etwa schon wieder abgebrochen? Das ist ja irgendwie doof. So, aber langsam werden es immer mehr Wegieratzen. Und, ja,
Jetzt müssen wir leider noch ein kleines bisschen warten. Ich versuche die Zeit mit eloquentem Gerede zu überbrücken. Und was wird uns erwarten, wenn wir dann Dirin besiegt haben? Erstmal ganz viel Beute, denn wir sind ja jetzt der Anführer dieser wunderbaren Belagerung. Und Ehre natürlich. Und eine tolle Stadt, eine strategisch günstige Ausgangsposition. Da können wir wunderbar unser Wegierland ein bisschen erweitern. Das ist dann nicht so irgendwie so eine Exklave, so eine kleine Insel, sondern ist schon was Richtiges, direkt ans Wegierland rangebaut. Ich freue mich schon, wenn dann die Riemen, wenn dann diese großen Buchstaben grün aufleuchten. So, ach so, ja, noch ein bisschen warten. 18 Stunden noch und dann ist alles super. Und ich hoffe, jetzt werden wir auch tagsüber sozusagen diesen Belagerungsturm gebaut haben. Ich bin da guter Hoffnung, ehrlich gesagt. Ach, 4 Stunden und es ist noch früh am Morgen. Nein. Nein. Oh oh. Oh oh. Wir warten noch. Wir wollen ja diese Belagerung nicht beenden. Und jetzt können wir anfangen. Und es ist soweit. Dirim wird fallen. Juhu. Tod und Zerstörung. So, Archers, ja, Charge, würde ich mal sagen. Infanterie, wo ist mein Belagerungsturm? Hallo? Ja, das wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht, so ein kleiner Belagerungsturm, den ich hier zur Verfügung hätte. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Okay, wir fangen mal an hier zu chargen und ich werde mal ein bisschen, ja, mal ein paar Wachen von den Bäumen runterholen hier. Wo ist unser Belagerungsturm? Das macht mich jetzt echt ein bisschen stutzig. Also, sollte da irgendwas schiefgegangen sein? Oder ist der Belagerungsturm gar auf der anderen Seite? Wer weiß. Naja, bis dahin kann ich erstmal noch ein bisschen Angst und Verwirrung stiften hier oben auf den Mauern. Wird natürlich jetzt nicht so effektiv sein. Das wundert mich jetzt echt ein kleines bisschen. Komm mal her. Zack und schwupp. Ach, daneben. Ich sehe auch das Fadenkreuz gar nicht mehr vor diesem hellen Himmel. So, wirst du jetzt mal sterben. Oh, und er ist auch ausgewichen. Und was ist denn hier schon wieder los mit meinen Pfeilskills? So. Und du. Und du. Ah, schon wieder daneben. Und du. Ja, Headshot. Du bist auch weg. Ah, voll ins Schild rein. Ich bin heute irgendwie ein bisschen tattrig an der Maus. Weiß auch nicht, woran das liegt hier. Ach, und jetzt Belagerungsturm. Das finde ich ja sehr unpräsentabel hier. Hallo? Ist das irgendwie eine Art Grafikbug oder sowas? Ah. Oh, da hinten ist auch ein schöner Bug. Die arbeiten sich ja beständig die Mauer hoch. Wunderbar. In Vollendung wird das gemacht. Aber was ist hier los? Hallihallo. Das verstehe ich ja nun mal gar nicht. Folgt mir mal bitte alle. Folgt mir mal bitte alle. Achso, halt. Folgt mir mal bitte alle. Ihr sollt mir folgen. Na gut. So, da kann man anscheinend nicht lang. Wunderbar. Also irgendwie ist das hier alles nicht so Bombe. Meine Güte. Ja, wir ziehen uns mal zurück. Oh, Lord Mlesa wurde verwundet. Und jetzt haben wir wieder keinen Siege Tower. Also irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Das heißt, wir warten noch einmal. Und wenn es beim dritten Versuch dann nicht klappt, dann werde ich aber langsam grantelig. Und diesmal greifen wir auch bei Nacht an. Was ist denn das? Also, dass man hier angreifen kann, ohne einen Siege Tower gebaut zu haben, ist irgendwie sehr seltsam. Und in der Nähe von Tazamesh wurden Feinde gespottet. Ja. Oh, oh, ich glaube, jetzt greifen die natürlich alle an. Da sie ja merken, die sind alle in Dirim, meine Typen. Jerbe Castle zum Beispiel.
Wird gerade belagert. Also wir